Maske runter, denn es ist Zeit, mal einen Besuch bei 72 Stack Power zu machen. Und zwar haben wir heute das Reich für uns alleine und können uns mal eine tolle Sammlung von Fahrzeugen anschauen, die es hier gibt und die man auch bei vielen historischen Veranstaltungen sehen kann. Also wir sind ganz alleine, deswegen heißt es Masken runter, Auto abdecken und dann machen wir einen kleinen Besuch und schauen uns das Ganze mal an. Und wir haben Ecki Schimpf da. Der hat Jägermeister damals in den Motorsport gebracht mit dem Sponsoring, steht hinter 72 Stack Power und erzählt uns ein paar Story. Der hat immer ein bisschen was zu erzählen aus alten Zeiten, da hören wir gerne zu, dann geht mal mit. Als Race-Fan, der ich bin seit Jahrzehnten, fühle ich mich natürlich in diesem Umfeld besonders wohl, wenn ich hier so an der Wand die großen Stars der 70er, 80er, 90er Jahre sehe, von Lauda über Beloff, Stuck, James Hunt und Vic Elford, dann kommen natürlich Erinnerungen. Und diese Erinnerungen, die kann man hier erleben, nämlich mit den Autos, die diese Leute fuhren. Und wir stehen ja hier gerade an einem Alpha. Michael Bartels fuhr in den 90er Jahren für uns in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, DTM. Und wir haben dieses Auto gerade hier in der Vorbereitung für Rennrollout. Und möglicherweise ist es aber gar kein orangefarbenes Auto, sondern ein viel wertvolleres Auto, ein Meisterschaftsauto von Nicola Larini aus dem Jahr 1993. Wir müssen da noch sehr in die Tiefe gehen und bei der Recherche noch ganz genau nacharbeiten, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Auto, was wir hier aus Italien bekommen haben und nun rennfit machen. Wie alle Autos, die wir hier haben in unserer Halle von 72 Stack Power, sind alle Autos ready to race. Und das ist was Besonderes. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie alle laufen müssen, jedes Jahr immer wieder. Und wir erinnern damit an eine Zeit, in der Orange auf den Rennstrecken eine Größe war. Beim Jägermeister Racing Team fuhren zwischen 1972 und dem Jahr 2000 150 Fahrer bei 2.000 bis 2.500 Rennen in ganz Europa. Also Orange und Jägermeister Racing, das war ein Begriff im Motorsport. Und wir hier bei 72 Stack Power, wir beleben eigentlich den Spirit von diesem Jägermeister Racing mit dieser Sammlung von ehemaligen originalen Jägermeister-Autos, die wir hier in dieser Halle haben. Stack Power übrigens, 72 Stack Power, um das mal zu enträtseln, das 72, das 72 steht für das Gründungsjahr 1972 und Stack Power heißt einfach ganz schlicht Hirschbauer. Stack, amerikanisch der Hirsch, mit einem besonders prächtigen Geweih. Die Autos werden hier nicht alle komplett restauriert. Das ist in einem kleinen Team hier gar nicht zu schaffen. Aber wir haben sehr, sehr gute Stützpunkte in ganz Europa, wo wir Motoren machen lassen und wo wir Karosserien aufarbeiten lassen. Aber natürlich haben wir hier auch Top-Mechaniker wie Michael Groth, der hier unsere Werkstatt leitet, der tolle Arbeit leistet und das Finish besonders liebt bei italienischen Autos oder auch bei Formelrennwagen, das ist seine Stärke. Ja, wenn man hier sieht, wenn wir schwenken, und da komme ich schon zur Geschichte von Jägermeister Racing Team. Graham Hill, der zweifache Weltmeister in der Formel 1, der Sieger von Indianapolis, der Sieger von Le Mans, hatte ja diesen Ehrentitel, die Triple Crown gewonnen zu haben. Das ist etwas ganz Besonderes im Motorsport, diesen Dreierschlag geschafft zu haben. Das hat bisher nur Graham Hill gemacht. Ja, also auf diesen drei großen Rennbühnen erfolgreich zu sein.
Und Graham Hill war der erste Fahrer 1972, der für Jägermeister startete, der erste Weltstar. Andere kamen später hinzu, Jochen Maas, Hans Stuck vor allen Dingen, Niki Lauda, Terry Boutsen. Es ist eine sehr, sehr lange Reihe von großartigen Rennfahrern. Aber Graham Hill war also der erste Star. Und da kann ich gleich noch mal für die, die es nicht wissen, sagen, wie das alles begann mit Jägermeister Racing. Ich fuhr 1972 die Rallye Monte Carlo als privater Bewerber. Und das Geld war knapp, wie immer bei mir. Und ich ging zu meinem Cousin Günter Mast. Der war damals der Leiter, der Geschäftsführer, der Vorstand, der Chef bei Jägermeister. Und ich sagte, Günter, ich brauche ein bisschen Geld für die Rallye Monte Carlo. Und, das war die entscheidende Feststellung, es ist jetzt Reklame erlaubt. Ich kann einen Hirschkopf draufkleben aufs Auto. Gibst du mir 500 Mark vielleicht dafür? Und dann sagt er, 500, das ist so eine krumme Summe, nimm mal 1000. Und wenn diese ganze Sache da vorbei ist in Monte Carlo, dann kommst du mal vorbei und dann reden wir über diese ganze Sache. Ist das denn wirklich so, Werbung erlaubt? Auf Rennen, ja, Werbung erlaubt. Das war also sozusagen die Initialzündung für Jägermeister Racing. Und ich bin dann im Februar 72, nachdem ich die Rallye Monte Carlo gefahren hatte und natürlich ausgefallen war, ich war irgendwo in der Schneewehe stecken geblieben, ging ich zu ihm und besprach mit ihm, was wir hätten, was wir planen könnten, was wir machen könnten. Und er gab die Direktive aus, dass er sagte, du, verpflichte einen Weltstar, einen wirklich berühmten Rennfahrer, sieh zu, dass du das schaffst. Und dann drumherum machen wir so einen Rudel von 5, 6, 7, 8 Fahrern und du selbst kaufst dir ein Auto, was du haben willst. Also wie betäubt ging ich aus dem Büro raus. Ja, sowas habe ich überhaupt noch nicht gehört. Und diese Chance, selber also auch ein tolles Rennauto fahren zu können, nachdem ich zuvor immer nur sporadisch unterwegs war und mal hier als zweiter Fahrer beim 6-Stunden-Rennen mitfahren konnte, beim 500-Kilometer-Rennen oder mal ein Auto geliehen bekam von Kurt Ahrens. Ja. Nun also ein eigenes Auto regelmäßig fahren zu können, ein eigenes Rennauto war natürlich superklasse. Das war der 914-6, für den ich mich entschied, weil ich, ja, ich habe immer so gehandelt, wie Jochen Nepaschte mal das von mir gesagt hat. Der Mann kennt seine Grenzen. Das ist richtig. Ich hätte mir damals auch ein Lola T210 kaufen können oder irgend so ein Geschütz. Aber ich blieb bei dem Auto, mit dem ich vertraut war. Und das war auch der richtige Schritt, um in den Motorsport einzusteigen. So begann das 1972, Jägermeister Racing Team, Graham Hill, der Weltstar, ein Rudel von anderen Autos drumherum. Und ich konnte selber fahren in diesem Porsche 914-6, ein super, super Gerät, was ich auch einigermaßen gut beherrschte, obwohl so Mittelmotorautos gar nicht so einfach im Grenzbereich zu bewegen waren. Graham Hill fuhr in diesem Jahr Formel 2. Und gewann unter anderem auch das Rennen in Monza, den Lotteria Grand Prix. Und die Fortsetzung der Aktivitäten von Jägermeister Racing Team, die ließ nicht auf sich warten. Günter Mast, der Firmenchef, gab grünes Licht. Und so zog sich denn das Engagement von Jägermeister über 30 Jahre hin bis zum Jahr 2000. Der Schlussstrich war, dass es die Zeit war, als man von der Politik, von der EU aus erwartete, dass die Tabakindustrie und auch die Spirituosenindustrie sich so ein bisschen zurücknehmen und den Sport und damit die Verführbarkeit der Jugend, wie es so schön hieß, in Grenzen halten wollte mit Alkohol und Tabak. Und da kam es zu dieser Sache, freiwillige Selbstbeschränkung, also keine Trikotwerbung mehr im Fußball, keine Bandenwerbung mehr in den Stadien und eben auch keine orangefarbenen Rennautos mehr mit Jägermeisteraufschriften. Und das ist Fakt bis heute, bis ins Jahr 2020.
Ja, wollen wir eine kleine Runde mal machen durch die Werkstatt? Hier oben habt ihr schon mal den Blick auf die alten Recken. Bob Wolleck sehe ich da, Rolf Stommelen, Jackie X, Manfred Schuchti, Jochen Maas, Jochi Kleint, Helmut Kellners, Terry Bootsen, James Hunt. Ja, vielleicht gehen wir mal rüber hier durch unsere Halle. Drüben vollgefüllt mit Autos. Schöne Beleuchtung, fast weihnachtlich, stimmungsvoll. Ja, hier stehen ein paar Motoren. Eine kleine Bibliothek. Ist ein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Wenn man hier die Bar sieht, ein Cappuccino trinken, ein Wasser trinken, mit Fans reden, wie mit euch. Ja, hier der Blick in eine der Garagen. Und hier haben wir eine wunderbare Galerie von Autos. Das Auge ist geblendet von Orange. Ja. Niki Lauda, der 1973 für uns fuhr. Das Lauda Coupé, Stuck Formel 1. Eine bunte Reihe von Autos und alle Autos verbunden mit Geschichten, mit Erinnerungen an berühmte Rennfahrer. Niki Lauda, Stefan Bellof.